Ja, hallöle Freunde, guten Laune, beste Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu meinem kleinen, feinen Recyclinghof, oder besser gesagt zum Spiel, mein Recyclinghof, das erstaunlicherweise, überraschenderweise für mich aktuell wirklich eine kleine, feine Perle hier bei Steam darstellt. Relativ simpel gehalten, ihr kennt es alle so ein bisschen, Recyclinghof, wo Leute ihren alten Hausmüll Unrat hierher bringen können, um die wegzubringen. Und ja, darauf basiert das Ganze. Ihr müsst das Ganze jetzt hier aufbauen, wie ihr gerne möchtet. Aktuell stehen uns erst einmal ein paar Container zur Verfügung. Wir haben hier zum einen Leichtverpackung, Altholz, Sperrmüll und hier Hausmüll. Und die müssen wir natürlich jetzt hier einmal alle ordnen. All die Sachen, die der gute Herr gebracht hat, müssen wir einmal ordnen. Zum Beispiel haben wir hier die Kommode. Das ist pures Holz. Ihr könnt aber auch nachfragen, was es sein soll, wenn ihr euch nicht sicher seid. Und dann wisst ihr Bescheid. Es kostet aber hier 10 Dollar, beziehungsweise ich sag dazu einfach mal Euro. So, packen wir hier rein. Jetzt können wir das Ganze hier einmal pressen lassen. Jetzt haben wir das Sofa. Sofa wird lustig. Sofa, wir haben viel Holz. Sperrmüll. Ja, weil da einfach noch diese ganzen Ledersachen dabei sind. Das ist auch Sperrmüll. Das ist ja ganz klar, dieser Klappstuhl hier. Oh, da haben wir aber sehr viel. Da haben wir hier den Tisch. Das ist natürlich alles hier nur Holz. Den können wir natürlich, wenn wir wollen, auch drehen. So. Dann haben wir hier noch ein Sofa. Kommt natürlich hier zu Sperrmüll. Das passt ganz gut. Also wir hatten zumindest zwei Chancen gehabt. Mal gucken, ob wir das hier so ein bisschen reinschleudern können. Oh. So. Dann haben wir hier einen Tisch. Ein Glastisch. Sieht auch wie Sperrmüll aus. So, okay. Wir könnten auch so... Ach, guck mal, wir können sogar auch da reingehen. So, noch ein Klappstuhl. Den bringen wir auch mal hier. Ach, kommt er hier? So. Oh, hat aber viel mitgebracht. Eine Werkbank. Oh, da ist aber Metall dran. Gute Frage. Ich gehe jetzt mal volles Risiko. Sperrmüll. Ja. Also wenn es nur Holz wäre, natürlich dann zu Altholz. Der Putzwagen. Sperrmüll. Okay, das war relativ einfach gewesen. Wir können die Presse auch wieder ausschalten. Juti. So, jetzt gehen wir zu den guten Herren und verlangen unser Geld. Einmal abfertigen. So, und dann kriegt ihr jetzt eine kleine Zusammenfassung, was ihr richtig gemacht habt, was ihr falsch gemacht habt, ob ihr zu langsam oder halt auch schnell genug wart. Jetzt warten wir im Endeffekt auf unseren nächsten Kunden. Aktuell haben wir 1000 Euro, ich sag einfach mal Euro zusammen. Und davon können wir uns später neue Sachen zum Beispiel holen. Neuen Presscontainer, all die Dinge. Und die können wir später sogar hier oben einmal verwalten. Das sind unsere aktuellen Stehplätze. Hier Presscontainer für Altholz, Container groß begehbar, Muldemitte für Hausmüll und Muldemitte für Leichtverpackungen. Und wie gesagt, dann haben wir noch weitere 8 Stehplätze, die wir noch frei irgendwo hinstellen können. Oh, ich glaube, es gibt ein neues Auto, wa? Da ist es auch schon. Sehr schön. Also ich will versuchen, in der Folge wenigstens mal einen neuen Container hinzustellen, dass wir uns das auch mal angucken. Oh? Ja, das ist aber Sperrmüll, oder? Gartenstuhl. Ja. Hausmüll wird im Übrigen ein extra Bereich. Dazu kommen wir gleich. Okay, hat geklappt. Dazu noch den passenden Tisch. Also unterschiedliche Sachen dabei. Wir haben auch manchmal Sachen dabei, die wir doch gar nicht verwerten können. Weil uns der Container dazu fehlt. Hier so ein Müllsack. Könnt ihr hier bei Hausmüll reinpacken. Dafür kriegt ihr aber noch ein bisschen Geld dazu. Das müsst ihr den Kollegen gleich mal sagen. Und, achso, 2 haben wir noch. Ja, normalerweise auf so einem Recyclinghof, die Leute, die da arbeiten, die fassen eigentlich gar nichts an. Die sagen nur, wo du hin musst damit, aber sonst war es das eigentlich. Gut, jetzt gehen wir zu ihnen hin. Jetzt müssen wir einmal die Gebühren berechnen lassen. 30 Euro kriegen wir. Und abfertigen. Wunderbar. Sehr schön. Ah, hat gut Geld gebracht.
Wollen wir mal gucken, was könnten wir uns als nächstes holen? Ah, wir können schon so ein paar Sachen hier leisten, sogar. Gucken wir mal, wir haben einen großen Container. Auf die Weize braucht man Sondermüllannahme, haben wir noch nicht. Wir haben zwar das nötige Kleingeld, aber ich glaube, wir müssen noch... Ach, guck mal hier. Altpapier. Zumindest Zufriedenheit. Ach, wir brauchen mehr Zufriedenheit. Okay. Das ist quasi, am Ende brauchen wir auch noch genug für Zufriedenheit, um Sachen freizuschalten. Kommt der nächste. Abrollcontainer für Einwurfklappe. Das holen wir uns mal. So, und den packen wir mal hier hin. Genau. Da können wir die Lackierung auch noch bestimmen. Lackierung, Wunschfarbe, Hinweisschilder, Abfallmittel. Hier. So, jetzt können wir überlegen, was wollen wir jetzt so haben. Ich würde sagen, Hausmüll wäre nicht schlecht. Das soll Hausmüll sein. So, der müsste jetzt automatisch da schon stehen. Ihr könnt natürlich alles Mögliche nehmen. Ihr könnt die bestimmt auch nachher bearbeiten. Aber ihr seht ja hier, das ist nicht groß. Da passt halt gerade mal so ein bisschen was rein. So, hier haben wir so eine Plastikkiste. Das ist so Leichtverpackung. Nee, das ist Sperrmüll. Sperrmüll müssen wir aufpassen. Ein Plastikeimer ist auch Sperrmüll. Leichtverpackung ist, glaube ich, sowas wie Plastik und so. Hier, so ein Müllsack ist natürlich Hausmüll. Dann können wir es mal hier ausprobieren. Ist so, funktioniert. Wunderbar. Auch wenn der Kauf vielleicht ein bisschen unnötig war, aber trotz all den haben wir wenigstens. Mit der Kreuz wäre jetzt ein bisschen schwer gewesen. So, wunderbar. Dann einmal berechnen lassen und weiter fährt er. Deswegen können wir uns mal bei der Verwaltung angucken. Können wir in Sachen hier auch ändern? Wir könnten zum Beispiel unser Presscontainer für Altholz, den können wir sogar umändern. Wir können aber auch, guck mal, auch ganz cool, das können wir mal ganz gerne machen. Wir holen uns mal so eine Metallleiter oder Holzleiter. Oh komm, wir nehmen es erstmal auf kostengünstig. So. Und dann können wir später sogar entscheiden, was wir haben. Also wir können die auch allesamt immer ändern. Das ist ganz cool gemacht. Guck mal, jetzt seht ihr hier. Jetzt haben wir nämlich eine Leiter, sag ich schon, eine Treppe. Dann können wir es besser reinwerfen. Macht sich immer ganz gut, das besser vielleicht zu platzieren. Ja, komm schon, ich komm schon. Also ich finde es schön gemacht. Es ist, und ich glaube, so ist es auch, ein Mobile-Game gewesen, was auf dem PC umgesetzt worden ist. Aber es läuft wunderbar. Es läuft flüssig. Mascha braucht es beim Starten ein bisschen lang. Aber trotzdem alles in Ordnung. Und es funktioniert mit Controller. Auch schön. So, jetzt haben wir hier Wertstoffsack. Kommt nämlich da bei Leichtverpackung rein. Einmal hier rein. Wir müssen mal gucken, wann der Container ausgeleert wird. Und eine Holzkiste. Wie gesagt, jetzt passen wir ja hier perfekt drauf. Zack. Ich glaube, zu meinen Leichtverpackung war nicht mit extra Kosten, aber wir gucken mal. Genau, keine Gebühr. Nur Hausmüll. Wir können ja mal gemeinsam gucken, können wir jetzt hier Sachen auch irgendwie abholen lassen? Wenn wir jetzt hier raufgehen. Hausmüll, Altholz, Leichtverpackung, Sperrmüll. Guck mal, Container ausleeren. Ah, cool. Schön, ist wieder leer. Hier passt doch jede Menge rein. Den können wir einmal kurz mal durchpressen. Ja, ja, komm schon. So, was haben wir denn hier? Müllsack ist das. Na, wo ist er? Da ist er. Kann man beim nächsten Mal einfach mal ein bisschen besser stapeln. Und ein Plastikbehälter kommt hier rein, genau. Juti, dann kriegen wir einmal eine Sondergebühr für den Hausmüll. Und das war halt gewesen. War jetzt nicht allzu viel Geld gewesen, aber willst du machen.
So, ihr könnt auch noch, wenn die irgendwann dreckig sind, natürlich auch Sachen hier sauber machen. Hier zum Beispiel können wir mal gucken. Wir haben hier nämlich so, wo war denn der gewesen? Achso, oder er wird angezeigt, wenn er dreckig ist. Wir haben nämlich so einen Hochdruckwasserreiniger. Aber ich glaube zum meinen, ja. Der kommt erst in Arbeit, wenn hier wirklich Container verschmutzt ist, dann wird es doch angezeigt, dass wir den benutzen sollen. So, ich würde mit euch mal ganz gerne Folgendes machen, weil mich stört es gerade so aktuell ein bisschen. Wir kaufen uns den mal und werden den mal gucken, ob wir es austauschen können. Mit Altholz mal kurz austauschen. Jo. So. Und dann packen wir den mal hier hin. So. Der steht da auch perfekt. Den können wir natürlich nachher mal. Das ist erstmal Leichtverpackung. Können wir natürlich jederzeit umändern. Den werden wir nachher mal zu Holz machen. Wir werden es nachher mal ein bisschen umbauen. Also Holz relativ nah. Ich würde Holz hier tatsächlich hinmachen. Das machen wir nachher mal gemeinsam. Holz hier. Leichtverpackung und sowas wahrscheinlich. Ja, also alles, was groß ist, meistens, weil die sowieso hier halten, dass ich sofort hier reingehen kann. Also am besten wirklich Holz und Sperrmüll können ruhig hier bleiben. Dann müsste ich immer diesen weiten Weg laufen. Und natürlich für Holz ist es besser, vielleicht hier drin. Das heißt, wir gehen mal jetzt hier auf Verwaltung und nehmen uns einfach mal so. Container groß, einfach mal einlagern. Jo. Und den können wir auch mal einlagern. So, jetzt muss ich natürlich mal so ein bisschen gucken, ist ein bisschen doof gemacht, aber ich glaube zum meinen Container groß war hier gewesen. Wir können erstmal kurz mal vorsichtig vorbeischauen. Nee, falsche Seite. Sperrmüll muss der ja stehen, das heißt einlagern, einlagern, genau, und einlagern. Sperrmüll lassen wir auf alle Fälle. Jetzt nehmen wir uns mal den großen Container hier. Leiter haben wir zu nicht. Wir können die Leiter dazu aber auch nicht nehmen, das ist ein bisschen ärgerlich, aber egal. Machen wir mal Altholz hier hin. Und dann machen wir halt einfach auf der normalen Seite, machen wir hier Abrollcontainer, Mulde, Mittel. Machen wir einmal für Hausmüll, kommt relativ oft. Und danach machen wir nochmal einen mittleren Mulde für unsere Leichtverpackung. So. So sieht's gut aus, ja. Oh, was haben wir denn hier? Ja, ja. Oh. Warte, ich komme gleich. Ist er ja nicht. Soll ich mal sauber hier machen? Wie sieht's denn hier aus? Ja, treffen muss ich auch. Ja gut, machen wir gleich. Warte mal. Bevor der Kunde mir abhaut. Hallöle! Der braucht auf alle Fälle nämlich noch eine Leiter. Ganz wichtig. Der kriegt aber auch eine Metallleiter. So. Oh, haben wir ja nicht viel, wa? Bleibt manchmal hier mal so ein bisschen hängen. Haben wir jetzt so einen Müllsack. Hier ist nämlich Hausmüll. So, achso, nee, hoppala. Das war's. Gut, erst einmal macht das jetzt hier Gebühren berechnen. Dankeschön. Und hier. Das können wir ja mal hier sauber machen. Ah, Zufriedenheit steigt. Das war ein kläglicher Wurf gewesen. So. Der nächste her.
Ja, ja. Zack, zack geht's. Oh, der hat bestimmt viel. Der hat bestimmt viel. Oh, na, das hält sich in Grenzen. Oh. Bisschen weit geworfen, war. Bisschen gewundert. Ja, was haben wir da hinten? Holzkisten? Auch okay. Lass mich raten, ich hab wieder zu weit geworfen. Jo. Verdammt. Ja, Zielschuss Feuer. Beauty. Oh, was wir machen könnten, fällt mir gerade mal ein. Wir können gerne den Holzcontainer mit wieder reinnehmen auf die andere Seite, aber für Kleinteile. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Und die Großen machen wir beim Großen. Das heißt, wir machen mal hier und nehmen jetzt einfach mal so einen Presscontainer. Genau. Genau, Altholz ist passt perfekt. So. Der ist. Ah, der ist ganz weit hinten jetzt hingepackt, war. Na gut. Halb so schlimm. Kann man immer noch alles zuordnen. Oh. Wertstoffe. Bei den Presscontainer können wir wirklich für Kleinholzteile nehmen, wie zum Beispiel so ein Tisch oder wenn mal ein Stuhl kommt, aber manchmal haben wir ja auch, so, wir haben sogar glaube ich auch schon ein Klavier gehabt oder irgendwas, macht es besser in so einem Großcontainer ohne Presse, weil ich hatte es schon gehabt, dass wenn wir pressen wollten, das alles ja so ein bisschen verkantet hatte, ist ja auch nicht Sinn und Zweck, ist ja natürlich auch klar, würde halt so nicht reinpassen, müsste es vorher zerkleinern, das gibt im Übrigen nicht, das wäre cool gewesen, weil eigentlich durch das Erpressen und so werden die auch zerkleinert hier. Ich hab's ja vorhin gesehen, aber wir selber können es nicht kaputt machen. Mehr soll es auch eine coole Sache. So, der letzte Müllsack. Einmal berechnen. Okay. Einen Kunden brauchen wir noch, da können wir uns wenigstens so eine Metalltreppe leisten. Da können wir mal gucken, wie das auch aufgebaut ist. Ich denke mal, Metalltreppe ist ja von der Höhe her genau dasselbe wie die Holztreppe. Sieht nur ein bisschen schicker aus. Aber ich bin mal gespannt, wie es bei so einem großen Container aussieht. Die müssten normalerweise eigentlich hier an der Seite lang führen. Ah, wir brauchen mal wieder einen LKW. Also den ersten, den wir, glaube ich, bedient hatten, entladen hatten, da war richtig viel drin gewesen. Hat sich richtig gelohnt. Oh, da ist ja was. Oh, ein Bild. Sieht aber schön aus. Ich würde sagen Holz, wa? Oh, das schöne Bild aber, mein Freund. Gut. Sehr gut, jetzt können wir nämlich einmal hier auf Verwalten gehen. Gehen jetzt einmal auf unseren Altholzcontainer. Und kaufen uns mal hier so eine Einwurftreppe. Wir haben wie die Kirschenmaus, reicht gerade mal für einen Burger und Zigaretten. Aber, ach, wenigstens ist der hoch genug. Cool. Jetzt kann man nämlich Sachen da reinschmeißen. Guck mal, wie viel Platz da ist. Geil. Kommt schon ein Auto? Würde mich gerne das Ganze hier doch nochmal umdisponieren. So. Ah, schon viel besser. Jetzt ist nämlich Altholz an Altholz. Passt perfekt. Hier haben wir unser Sperrmüll. Schön. Toll. So, Metallschrott ist auch schon Sperrmüll. Haushaltsgeräte ist meistens mal Altmüll, beziehungsweise Elektro haben wir ja auch später. Die Rubrik Scheit war bestimmt dann aber frei. Sachen kommen ja noch so. Grünabfallhäcksler wird auch nochmal sehr interessant. Altglascontainer können wir aber bestimmt auch als Abrollcontainer nehmen. Also da passen wahrscheinlich auch irgendwelche Flaschen oder so rein. Müssen wir aber mal freischalten. Oh, guck mal, der kann voll schnell rennen. Warte mal. Auf die Plätze, fertig, go! Komm, schnell, der rennen kann. Geil!
zack. Das wäre wie Flash, ey. Puff. Oh, da kommt der nächste. Steht schon bereit. Hoffe ich mal. Da ist er. Kommt da so ein bisschen angetuckert. Also ich bin auch mal gespannt, ob natürlich, wenn wir jetzt mehr Müll freischalten, ob auch ein paar mehr Leute kommen. Das ist mir ein bisschen wenig. Ich will jetzt keine Hektik, keinen Stress haben, aber ist mir ein bisschen wenig. Wäre cool, wenn da ein paar mehr Leute kämen. Oh, alter Falter. Oh, schnell. Achso. Genau. War ja hier gewesen. Oh nein! Ah! Hab ich vertan! Das gute Geld! Ich dachte, ich hab mein Hausmüll links positioniert. Bin ja doof. Das war wieder richtig cool gewesen. Ein Wurf für die Ewigkeit. Verdammt. Also beim Laufen wirft er anscheinend ein bisschen. Hä? Ach, scheiße. Musste voll an Plastik denken, gerade bei den Mülltüten. Ach shit, das war so gutes Geld gewesen. Passt. Na, supi. Nein, meine Gebühren. Oh, ich bin doof. Hey, warten Sie, meine Gebühren. Oh, 95 haben wir schon, wie geil. Läuft. Also, einen nehmen wir noch mit, beziehungsweise zwei. Einen auf alle Fälle noch, um die Zufriedenheit zu erhöhen. Dann können wir uns nämlich neues Material nämlich leisten. Und ich würde mal sagen, weil wir den sowieso haben, ich würde Altglas ganz gerne mal nehmen. Altglas hat sich jetzt ein bisschen dumm, aber wir haben nämlich schon diesen einen Container hier. Zum Gläser einwerfen. Da kommt der nächste, ich bin bereit. Der motivierendste BSR-Mitarbeiter, glaube ich, hier. Überhaupt. Kommt, schneller, 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 schneller. Genau, einlenken, einlenken, sehr schön. So, was hast du hier Schönes? Plastik. Plastikeimer. Paff! Voll reingeschmissen. Oh! Wo ist denn der? Ist er wieder zurückgeflogen? Oh, nee. Ach doch. Ist da drin auf alle Fälle. Wird schon passen. Ja. Schon gehabt. Oh, 99. Ach, komm. Da waren auch nur vier Gegenstände gewesen. Schade. Oh, da kommt ein Riesenschatz. Hoffentlich, der hat hoffentlich ein bisschen was dabei. Kann ruhig voll sein. Bin bereit. Oh! Hoffe Kartoffel. So, ein Raumteiler. Deswegen macht es ganz gut, jetzt der Container. Jetzt kommt der Container endlich mal ins Spiel. Okay. Nein! Oh Gottes Willen! No, wow, 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 wow. Shitty Mamilli, mein Bruder. Oh, ich bin gerade so weit geworfen. Tisch, warte mal. Tisch, Tisch, Tisch. So, mal gucken. Den müssten wir aber hier eigentlich reinmachen. Da sind nämlich Metallbeine dran. Der Tisch ist aber vollkommen aus Holz. Ah, guck mal, es ist schon viel besser. Ja. Nee, ist auch ganz normaler Holztisch. Oh, alter Koffer. So, mal ein bisschen gucken. Die können wir auch, wie gesagt, richtig drehen.
ist natürlich die Frage, ich muss mal gucken, kostet Entleeren vielleicht Geld? Weil ihr müsstet ja eigentlich nicht so viel, nicht so viel Mühe geben hier beim Einlagern. Mach's aber einfach mal. Oh, eine alte Gitarre. Mann. Und so einen schönen Teppich. Oh, das wird gutes Geld geben. Lustigerweise kriegen wir ja schon Geld fürs Einlagen. Guck mal hier, $10. Und ich glaube, am Ende kriegen wir auch nochmal Geld. Hier. Gut, Zufriedenheit. Ja, was holen wir uns? Haushaltsgeräte? Metallschrott? Ich sag, Glas wäre geil. Wir haben nämlich diesen... Wo haben wir den hier? Und dann können wir jetzt hier genau Altglas nehmen. Genau, und die müssen wir noch freischalten. Okay. Oh, Bauschutt, da gibt es doch richtig viele Sachen. Oh. Inweisschild. Brauchen wir erstmal nicht. Können wir uns... Doch, können wir uns ja leisten, natürlich. Mal gucken, ob wir jetzt einmal Gläser bekommen. Es wird natürlich unsere Zufriedenheit wieder arbeiten. Hier, guck mal, so ein kleiner Tisch. Den wollte ich nämlich ganz gerne dann hier reinmachen. So, Kleinkram. Stuhl. Sperrmüll. Gut. Cool. Freunde, ich würde mal sagen, das war erstmal gewesen. Ich find's cool. Also, wirklich, ist ein schönes Spiel. Gerade auch aktuell, glaube ich, noch für 11 oder 12 Euro ein Angebot. Für den kurzen Zeitvertreib und ein bisschen aber noch was freizuschalten. In diesem Sinne, Freunde, macht's gut. Auf Wiedersehen und Tschüssikowski.